Wobei das auch lustig wäre, ne? Dass die ganze Gegend als große Open World ohne Ladezeiten. Ja, also die erste Karte war schon nicht klein, aber da hattest du halt dann sehr zentralisiert deine größeren Ansammlung an Charakteren. Das jetzt für eine ganze Stadt, das wird vielleicht doch ein bisschen viel. Das denke ich nämlich auch. Geht dann so in Richtung Dark Souls, wo du immer so rumlaufen kannst und sagst, guck mal, da hinten, da, das ist immer noch Spielwelt. Weißt du, so. Könntest jetzt gerade in diese Linie laufen und irgendwann da ankommen. Ja, das ist halt Open World. Ja. Das haben wir hier nicht. Ganz zumindest. Trotzdem schon riesige Gebiete. Definitiv. Ich finde das ja auch nicht so schlecht, wenn man halt so. Also ich mu muss ja sagen, mittlerweile finde ich das immer wieder richtig schön, wenn es mal ein Spiel gibt, das so Schlauchlevel hat. Die dann halt schön gestaltet Oh. sind. Wenn die gut gemacht sind, ist das ja nichts dagegen einzuwenden. Genau. Da hat mal einer so ein Beispiel gebracht von so einem, also hatte der so ein Viereck als Karte. Du musst bis hier unten und musst da oben hin. Und dann hat er halt wie so ein Spinnennetz an Wegen gemacht, aber es gibt die ganzen Wege, um nach oben hinzukommen. Dann ist, obwohl das ein Schlauch ist, Na genau. trotzdem sehr interessant. Ja, und jetzt? Dann mehr so Spaghetti, Oh. oder? Okay, da, wir haben jetzt ganz viele Markierungen hier. Das sind wahrscheinlich die ganzen möglichen Opfer hier. Genau. Ja, Frankreich, irgendwas. Der Magier von Tiefwasser. Suche das Nachtlied. Ich dachte, wir sind damit schon längst durch. Die Suche nach dem Nachtlied ist eigentlich ein Auftrag aus Baldur's Gate gewesen. Ach so. Aber Nachtlied war ja die Frau mit den Flatterflügeln. Ja, aber alle dachten, das Nachtlied ist ein Gegenstand, eine Waffe. Ach so. Tja, so kann man sich täuschen. Kommst du da hin und legst einfach die Dings so auf den Tisch, so hier. Ich habe jetzt auch so eine ganz gewagte These. Wenn es eine Unterstadt gibt, gibt es bestimmt auch eine Oberstadt, oder? Meinst du? Weiß ich nicht. Eventuell sogar was dazwischen. Was zur Hölle? Ach so. Das alte Versteck des Imperators. Da sind da Sachen drin. Das müssen wir rausfinden. Ich dachte nur, du machst eine irgendeine random irgendeine Tonne auf und dann 75 XP. Ich dachte jetzt, Das ging mir genauso. Ich dachte jetzt, weil der eine Typ hier gerade irgendwas davon gequatscht hat, dass Gortach irgendwie gegen die Kultisten irgendwas tut, dass das irgendwie was damit zu tun hat, dass das irgendeine wichtige Information ist. Ja, ich würde mal den Wirt anquatschen. Vielleicht weiß der ja was. Die stand auf jeden Fall auf dem Zettel, Hi, die Taverne. hi. If you can find one spare, that is. Der Wirt ist unsichtbar. Nö. Bei mir schon. I reckon the murder we'd had something to do with it too. Got punters all intrigued. On that morbid note, what can I get your fine self? Mich sieht das aus, als würde er einfach sich Jollum sich mit der Luft unterhalten. Going to make this place famous, I reckon. Victim is a bloody duke. Belin Stelmane. Well, she was a duke. Now she's just bloody. I reckon I'll be able to charge double for that room once the constable's done with it. Murders and ghosts are always grand for business. At least, I hope. Ja, viele würden sagen, nee, so ein Zimmer möchte ich nicht. Tja. Achso, in der Küche, der Koch. Was ist mit dem Koch? Der steht auf der Liste. Ach so, dann. Mal in die Küche gucken, der Koch hier ist. Hilfskoch? Koch. Damn rat. Oi, you! I thought I asked you to clean the rats out of this cellar yesterday already. Hop to it! Get in there! Wir Was? sind doch schon über Level 1 hinweg. Wir müssen keine Ratten töten. Vor allem Koch mit so einer Brettachse hinten auf dem Rücken. Ja. Der hat andere Sachen zu tun. Das ist ja sein Fleischerbeil.
Ich würde nie ein unschuldiges Tier töten. No, I need them rats taken care of. Here's the deal. I'll keep a lookout for murderers. You murder the rats. Okay, dann gibt's machen. Geld? Nee, wir müssen. Also das ist ja unsere Möglichkeit, diese Meuchlerin zu finden. Du kannst hier mit dem Hund sprechen. Hund? Das ist eine Katze. Oder Katze, Tamburin, was weiß denn ich? Stimmt, das ist eine Katze. So. Would you kill those rats, please? Also dafür haben die dich. Das denkt jede Katze über ihre Besitzer. Ich weiß, also der Imperator hat eben nochmal gesprochen. Und er meinte, im Keller sind seine Sachen. Von daher. Und da sind bestimmt auch die Ratten. Oi, oi, kommt mal bitte in den Keller. Ja, ich musste doch vorher mit der zweiten Katze hier umreden. War sie netter? Die Katzen sind genauso das, was echt Katzen denken. Hier sind so ein paar Gegner. Hallo, das sind Stufe 1 Ratten. Die gehen jetzt bald wieder hoch, okay, Morph? Ich weiß gerade gar nicht, was das hier? Die Holztreppe. In die Holztreppe bitte einmal runter, genau. Wunderbar. Das sind nur so ein paar. Also die Masse macht's halt, ne? Aber die kümmern jetzt ja einfach so. Die sind ja nicht mehr gefährlich, nehme ich an. Sie haben einen Hitpoint. Das ist Stufe 1. Perfekt. Das ist jetzt gleich wie in diesem Film, die Ratten, wo du so von 1000 Ratten so zerpressen wirst. Morph, du hast doch so Dinge ganz normale. Ja, ein Tipp von jemandem, der in anderen Spielen sich damit auskennt. Vielleicht kein Feuer, das Alkohol. Wäre aber lustig. Da reagiere ich erst gar nicht. Nochmal. Ja, unser Rabe ist schon tot. Hallo, das ist... Da geht's los. Oh, sie machen Miep. Die machen Miep. Wer kann denn Tiere töten, die Miep machen? Miep, Miep. Ich. Wir brauchen bloß einen Wild Coyote. Ja. Gut, der wird sie nie treffen, aber... Genau. Dann ist danach ist dann die Taverne hin. Und alle Ratten leben noch. Okay. Gabel. Endlich mal richtige Gegner für Gabel. Ich könnte was austesten. Ich weiß nur nicht, ob das... Das war noch ein bisschen okay, also, gesagt, komm, die benutzen wir eh nie. Uiuiui. Ui, ui. Juli, wir sind inspiriert. Ja, was hast du da gemacht? Pentazid hat er gemacht. Ich habe eine giftige Schleimkugel geschmissen. Die was haben wir sonst nie benutzt. Was ist denn Pentazid? Ich glaube, das, was gegen Ratten ist. Und das macht nur einen D4 Schaden. Also 1 bis 4. Auf. Ein großes Gebiet, deswegen. Ach, nicht mehr genug Ressourcen. Und ich wollte jetzt nicht irgendwie diesen Sturmangriff, den ich nur einmal pro kurze Rast machen kann. Das ist albern. Und dann dachte ich, bei so einem Gegenstand, der ja sonst nie benutzt wird, weil er einfach viel zu wenig Schaden macht, aber Flächenschaden macht, ist das ganz hilfreich. Außerdem müssen die jetzt durch die Wolke laufen, gehen sie halt drauf. Oh, es gibt sogar einen Erfahrungspunkt dafür. Ja. Oh, lässt du mich jetzt in Ruhe hier. Wow, sogar kritisch. Säure, Gift, wir haben alles da. Ja.
haben wir hier noch was? Da haben wir was. Gabel. So macht man das, Gabel. Gabel ist ganz aufgeregt. Kann man Gabel eigentlich auch irgendwie verbessern oder bleibt der immer so? Nicht ohne Mods. Sehr doof. Wo ist jetzt die letzte Ratte? Das hatte ich jetzt eigentlich auch von nicht gehofft. Ja. Ey, die habe ich bezaubert. Die war auf unserer Seite. Ah, jetzt nicht mehr. Was hat er jetzt wieder erzählt? Irgendwo zwischen den Weinregalen ist ein Mechanismus zum Öffnen. Ah, ja. Wie lange dauert das eigentlich, bis das Zeug hier weg ist? Keine Ahnung. Regale. Aber wer auch immer hier unten hier so Lagerarbeiten und so macht, der ist echt schlecht. So viel Alkohol, wie hier verschüttet ist, ist locker ein neues Fass. Was? Ich habe die Doppeltür aufgemacht. Die habe ich nicht gesehen. Ich habe gedacht, wir müssen irgendwo einen Schalter finden oder so. Da, Weinregal. Nee. Wo läuft der denn hin? Warum? Okay. Knopf gedrückt. Jetzt, wieso laufen die so komisch? Keine Ahnung. Nicht, die Wegfindung hat auch so ein bisschen eingesoffen, ne? Ja. Und wo ist jetzt das Versteck? Oder hast du schon ausgeräumt? Hier, durchs Fass. Die Wegfindung hier, ist nur sehr bescheuert. Ja, auf der Seite hier hinten war bloß der Knopf. Ach so. Welches Fass? Ich bin verwirrt. Folge mir einfach. Ach, da ist das Fass. Ah, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Aber da ist ein Knopf und irgendwelche Melder wurden gesagt, weil da feindliche Gift sind. Sagte gerade mein Charakter. Hm. So, speichert bestimmt gleich nochmal. Ja. Dann mal rein, ne? Ich durfte nicht reingehen, hat Quoll gespeichert. Ja, geht mir auch so. Bereits in Verwendung. Ich konnte durch die Tür, weil du da durchgehst. Tja, kann man mit denen reden oder kann man mit denen nur kämpfen? Bisher kann man nicht reden. Gemütlicher Sessel. Ich guck einfach mal, ob ein Kampf triggert. Nee, Gespräch. Hier du bist, as brazen as described. The traitor who would steal from our queen. Of course you had help, didn't you? From the illithid you carry inside the astral prism. How quaint that we should meet here, in the very place that it once called home. We know all about the Emperor and its dealings with you. Though I must confess, its peculiar relationship with you threw us off course for a while. Most illithids prefer to dominate their thralls through transformation. Yet here you stand, only partially transformed. Tell me, what did it offer you in exchange for your servitude? And you would trust an illithid to do such a thing? You have fallen prey to its manipulation. Your story ends here. We will reclaim the astral prism, purge it of the illithid interloper and restore it to our queen. Also doch Kampf. Aber ist die Queen jetzt die sich, also die eigentlich gar nicht die Queen sein sollte, ne? What are you doing? My dear child, I already know all there is to know. I will liberate you from your puppet master, Chamar Zala Vlakith. Musst du jetzt mal Kämpfe anfangen? Das ist jetzt echt wie so ein Filmtrope einfach. Beim Reden stehen sie sich direkt gegenüber und dann cut es wieder raus und die sind auf einmal ganz weit voneinander entfernt. Zum Glück.
Ich darf noch nicht. Ja, ich muss erst mal überlegen, wo ich überhaupt hingehe. Achso, wenn ich jetzt angreife, ist verschwimmen wieder weg. Ne? Achso, kann ich jetzt anderes machen. Passt. Fehlt hier eine Pfeilart. Also die sind jetzt auch gegen Rot, so habe ich das verstanden, ne? Also hm? Sind jetzt nicht die, das sind jetzt, die sind auch gegen Voss, also dem. Die sind jetzt für diese andere Königin, also nicht den Sohn, den wir da im Prisma mit uns rumtragen. Die sind jetzt für die Pseudo-Göttin. Ui, die du da wütend gemacht hast, ist Level 11. Level 11 tut weh. Was heißt denn hier wütend gemacht? Sie hat ja nicht mit sich reden lassen. Warum darf ich nicht schießen? Sionischer Schutz. Okay. Haha, erwischt. 50-50 Chance. Wollen wir mit dir mal ein bisschen anderes Ziel als dich bieten? Also geh natürlich nicht auf den Vogel. Nö. Aber ich habe extra Verschwimmen gemacht. Und das zahlt sich gerade voll aus. Oh, jetzt muss ich gar nicht zu dir laufen. Bist du schon wieder frustriert, dass sie mich nicht getroffen hat? Oh. Ja, ich habe sogar unbeugsam gemacht. Eigentlich dürfte ich dann nochmal. Habe ich jetzt beide verhauen? Sieht so aus. Okay, um zu springen, muss ich erstmal einen Zauberspruch sagen. Ah, verbessertes Springen. Hä? Wieso ist das? Einmal hin und her gesprungen. Es wird ja immer schicker hier. Ich bin eine schöne Statue. Ja. Ja. %45 Wen musst du denn da jetzt umhauen? Der, der da oben steht. Der muss irgendwie so eingekommen. Yes! Es hat funktioniert! Wo kommt der denn her? Von Rani. Es hat funktioniert. Seit wann kann die das? Seit Stufe 9? Seit der neuesten Stufe. Was hat Rani gemacht? Ein Erdelementar gerufen. Oh, nett. Ich habe übrigens die Stufe 11 Tante gelähmt. Ja, das ist sehr schön von dir. Es war eine 45% Chance und ich war, glaube ich, das erste Mal, dass ich diese Fähigkeit jetzt sinnvoll eingesetzt habe. Ja? Wir stehen jetzt Seite an Seite als zwei Statuen. Ja. Ich finde, ihr macht das super. Könnte ich das mir auch gut in meinem gut. Im Vorgarten vorstellen. Die Posen sind allerdings ein bisschen. Nee, genau so. Was macht eigentlich Verlagern? Steht still, triffst nicht. Ja, 88% Chance gehabt. Ja, wenn der einen abkriegt, glaube ich, kann ich mich wieder bewegen. Nee, der da oben. Ja, habe ich ja markiert. So. Nachschub. Das wäre was für den Vogel. Oder für den Erdelementar. Konzentration aus Treuris. Ja. Achso. Wieso steht ein Elementar da oben? Weil ich ihn da hingezaubert habe. Achso, ist ja krass. Boah. Ah.
oder war mehr, der macht mehr Schaden als ich. Aber die Konzentration wurde nicht gebrochen. Ja, es halt, hat halt einen Wurf darauf. Aber meine wurde gebrochen. Schweine. Ist nicht gut. Oh, war kurz ein Zug und dann war der Zug direkt vorbei. Okay, Rani gleich heilen. Probieren wir was. Oh, das ist aber riesig. Außer Sichtweite. Fantastisch. Oh nein. Kannst du Rani ein bisschen in meine Sichtweite bewegen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich stehe schlecht. Nee, ich stehe schlecht. Sorry. Moment. Der geht aber jetzt nicht. Nee, jetzt ist er noch. Ich sehe sie immer noch nicht. Achso, ich kann jedes Ziel nur einmal auswählen. Das ist aber schade. Dann ist das noch zu früh eigentlich. Egal. Gucken. Naja. Also es war möglich, irgendein Wert zwischen 7 und 28. Ist ja klar, dass es dann die 10 wird. Hey, hast du jetzt ich habe alle geschafft. Hast du jetzt auch den Erd geschafft? Hast du jetzt auch den Erdelementar getroffen oder was war das? Nö. Weil der auch so gemacht hat. Dem geht's gut. Genau, dem geht's gut. Jetzt ist nur noch Gabel, der was tun muss. Nö. Ach, du ja auch noch. Das heißt hier nicht genügend. Achso. 10 ist halt echt schade. Da haben wir die Hälfte hätten sie geben können. Ich kann dieses auch nur einmal machen, weil ich habe nur einen Stufe 5 Zauberplatz. Boah, was soll das? Oh, ich stehe und kann nichts Sinnvolles machen. Oh, dann geht's ja so wie mir sonst immer. Ich bin gelähmt. Ja, kann ich aber nicht helfen. Aber das nicht zum ersten Mal. Die AG sind entweder zu weit weg oder diese Stufe 11 Mistkröte steht irgendwie aus meiner Sicht anscheinend genau unter einem. Zumindest aus Sicht des Charakters hinter einem Pfeiler. Das ist ärgerlich. Also muss ich mich bewegen. Ja, dann mach das doch. Kann ich nicht. Warum nicht? Aufgebraucht. Warum stellst du dich dann hinter dem Pfeiler? Ist ja genauso gut, wie ich mich bewegt habe. Nämlich so, dass ich überhaupt nicht an Nachricht rankomme. Ach, aber ich find's gut. Ich bin nicht der Einzige, dem es so geht. Sehr schön. Blöde Frage, kannst du noch fliegen? Das ist eine. Theoretisch, aber nein, nicht genug Bewegungsrate. Frech. Wäre dann nicht auch die Fähigkeit weg? Also. So nach dem Motto. Nee, die Fähigkeit ist per se da, aber da du kannst dich halt nicht bewegen. Ja, stimmt, geht auf Bewegungsrate, ja, genau. Ja. Ärgerlich. Tja. Dann buff dich oder so. Überall nicht genug Bewegungsrate. Aber ich versuche halt irgendwie Wege zu finden, aber er lässt mich halt nirgendwo. Guck mal, was haben wir an Elixieren da? Irgendwas Sinnvolles noch mit bei.
Aber ich kann dementsprechend auch nicht sinnvoll noch irgendwo was werfen. Kannst du dich nicht buffen? Mit irgendeinem Zauber oder so? Nee, ich habe so gut wie nichts an Zaubern. Das ist super geringe Auswahl. Nein. Warte. Wo ist der da? Genau, auf den Bogen. Ich dachte, du hast Randy geheilt. Gabel steckt zu. Die haben echt was gegen Randy, kann das sein? So ein bisschen. Ja, mach ich Schaden, ne? Ich glaube, die macht am meisten Schaden, oder? Hey, ich bin dran, aber gelähmt und verängstigt. Ich kann mich quasi vor Angst nicht rühren. Oder du hast Angst, weil du dich nicht rühren kannst. Der Typ muss echt eine Konzentration haben, ne? So wie der gerade verprügelt. Man müsste ihn erstmal treffen. Aber die sind genauso gut. Die treffen auch jemanden, der nicht steht, dich bewegt und nix. Was, China schon wieder dran? Ja, aber da ich verängstigt bin, kann ich mich nicht bewegen. Aha. Wo wir wieder bei dem Problem mit dem Nichtsehen werden, ne? Lalalala. Aber hier ist ein bisschen Bewegung reingekommen. Ich dachte, wir könnten uns nicht bewegen. Ja, aber die Gegner haben sich bewegt. Was heißt denn immer dieses Verlagern, was da angezeigt wird? Ich weiß nicht, was du meinst. Ist das Werfen oder ist das eine Fähigkeit? Ich verlagere das Ding woanders hin. Ich weiß nicht, was du meinst. Wenn du was geschmissen hast, eben, diesen Trank, da stand bei mir einfach verlagern. Über dem Trank, die ganze Zeit, während der geflogen ist. Als wäre das eine Fähigkeit. Auf sowas weiß ich doch nicht. Das war auch eben ein paar Mal. Ich weiß nicht, ob das ein Anzeigebug ist, dass der bei irgendwelchen Sachen immer verlagern schreibt. Im Endeffekt wird es ja verlagert von einem oder den anderen. Ja. Hier Dunkelheit, die ich halt in den Gebiet machen würde. Das wäre echt praktisch, das da oben vor deren Ausgänge zu machen. So, das geht ja dann auch wieder auf. Ich probiere das einfach mal. Das nächste fassen. Die arme Elementar. Gut, natürlich, Rettungswurf gelungen. Schade. Ja, Elementar hat ein bisschen Schaden genommen. Schade auf den Vogel. Was war das denn gerade bei dem Tisch? Ich habe gerade Hypnose angewendet. So. Aber es hat nicht funktioniert. Sieht jetzt aus, als hätte der Tisch irgendwie Energie abbekommen. Ja gut, dann heile ich dich nicht. Ich wollte dich gerade noch heilen, aber du bist in dem Moment verschwunden. Ich bin gar nicht verschwunden, ich stehe bloß da oben. Damit kann ich dich nicht mehr anfassen. Ich dachte, okay, ich mache Nebel schon aus der Reichweite des Nahkämpfers weg. Ja. Ich
wollte dich gerade berühren und damit heilen, aber das hat genau in dem Moment halt dann nicht mehr funktioniert. Bisschen schade, dass das mit der Hypnose nicht geklappt hat. Zeigt euch. Meint ihr jetzt Gabel oder was? Ja. Vermutlich. Stimmt, unsichtbar könnte ich mich natürlich auch noch machen. Das ist das Sinn, wenn er mit jemand anders kämpft? Ach, jetzt. Ach Mensch, wer bist du denn? Ist ja gut, dass unser Hauptschadensmacher endlich mal sich doch entschließt mitzuspielen. Ja, ich habe nur 36% Trefferchance. Hat sie irgendwelche Resistenzen? Ja, ja, ist halt bloß super gut im Parieren. Hm. Der erste Angriff geht eben üblicherweise daneben gegen die Kerle. Ich dachte, sie ist weiblich. Genghis Yankee. Au. Au. Schubskreis. Beistand. Ja, mich erstmal heilen. Ach. Ja, 50% Chance, aber man kann es versuchen. Ja, ja. Wie gesagt, die 45% Chance zur Lähmung hat ja auch geklappt vorhin. Ich werde dich nicht ran, du hättest einfach nur da bleiben müssen. Okay. Ja, hättest du sie eh verängstigt, liegt am Boden. Kann gar nichts machen. Vielleicht hau ich gleich noch eine Gruppenheilung raus. Ich glaube, das. Den Kerzenständer kaputt gemacht. Ja, aber das hat sich voll gelohnt. Zwei Gegner getroffen und das auch gar nicht wenig. So. Ja, immer ein paar Punkte. Ja, immerhin, ne? Das kann am Ende schon den Unterschied machen. Und ich kann das einmal machen. Ja, das hat einen Unterschied gemacht. Dieste. Dieste. Es wären auch 5 bis 8 gewesen, also war klar, dass es die 5 werden, aber naja. Nee, es waren 7 bei, waren 7? Ach, cool. Ja. Dann ist ja gut. Alles darunter wäre jetzt bei 0. Ja. Das freut mich. Jawoll. Ach, immun gegen das Gift, was ich jetzt gesagt habe. Kommen da ja, immer neue nach eigentlich? Ja, wir müssen die da oben loswerden. Ey, jetzt reicht's aber. Ich mache aber auch nicht mehr lange mit. Prozentige Chance, ey. Blind und verängstigt bin ich. Tja. Du bist immer noch verängstigt. Zumindest nicht mehr blind.
hier Konzentration auf irgendwas? Ja, oben die Tormeisterin. Nee, Moment. Die hat ja keine Konzentration mehr. Jetzt sind anscheinend alle da. Ich habe gerade noch mal was zu einer Fähigkeit gelesen und ich könnte mir quasi jemand anders Schaden zufügen und Leben zurückbekommen, wenn der sich auf irgendwas konzentriert, ein anderer Zauberer. Ich bin auch noch verängstigt. Was machst du denn da? Das hätte ich vorhin machen müssen. Läuft. Lass es mal springen. Das war mal ein Sprung. So, Halbzeit haben wir bei ihr. Ja, ich hätte auch was der man noch Schaden machen könnte. Also den Kampf gegen die Ratten fand ich entspannter. Ja, so ein bisschen, ja. Oh, ich blitze. Sehr gut. Oh, das ist nicht gut. Was ist das? Ja, das macht in eine Richtung Schaden wie eine Welle. Damit wäre halt auch. Nee, das machen wir lieber nicht. Ja. Ich dachte, ich könnte jetzt richtig Schaden machen. Oh, Mist, das trifft dich auch. Super. Ja, aber Evo ist eigentlich 15%ige Chancen, also. Ja, alles gut. Hat ja funktioniert. Ich habe sie jetzt zu Boden gehauen und hau sie mehrfach zu Boden. Ja, sehr gut. So, vielleicht muss sie ja mehrfach aufstehen. Ja, weil ich konnte jetzt zweimal denselben Angriff auf die draufhauen. Oh, ich bin gleich tot. Hat auf jeden Fall gut Schaden gemacht. Kann ich das eigentlich auch auf mich wirken? Muss so eigentlich gehen. Mampf, Mampf. Jetzt könnte ich den Angriff machen, dann würde ich niemanden außer die Gegner töten. Außer du läufst jetzt nach links, China. Dann nicht mehr. So was würde ich doch nicht machen. China kann sich ja nicht bewegen. Der bleibt jetzt hinter seiner Säule. Ich kann mich schon bewegen. Praktisch, wenn die am Boden liegen, ne? Ja, sehr praktisch. Aber man kann trotzdem daneben schlagen. Großartig. Weg, dann. Ja, kann ich machen, ist cool.
Ja, wenn ich sterbe, werde ich wiederbelebt. Ja. Ich komme halt nicht weg, sonst hätte ich es auch gerne auf Rani gemacht, aber die ist halt nicht in Sichtweite gewesen. Hm. Beziehungsweise, und weggehen ist halt doof mit Gegenschlag. Der könnte halt auch mein Ende sein. Wie alles ein bisschen unbefriedigend. Schon wieder verängstigt. Ja. Ich bin schon wieder am Brutzeln. Jetzt aber. Na, so, das trifft dich gerade nicht, hoffe ich. Perfekt. Na, wenn dann denke ich auch mal bei sowas. Ja, man sieht ja den Kreis dann eigentlich. Jo, aber alle, wir haben den Rettungswurf geschafft. Alle, die es trifft, die haben ja so eine extra Umrandung unten. Ja, es ja, auch. Sag ich mir auch immer, und dann trifft es trotzdem die Falschen. Also, ich habe es jetzt gemacht und alle drei wurden getroffen und alle drei haben den Rettungswurf geschafft. Willkommen in meiner Welt. Ja, mach mal das. Kann sonst nichts. Weil das zieht direkt alle Angriffswürfe mit einem Mal. Aber sonst hätte das halt zwischen 3 und 31 Schaden gemacht, ne? Wenn das. Okay. Jawoll. Jetzt kommt er nicht zu mir. Einen habe ich noch. Aber ich werde wiederkommen. Dazu müssen wir mich bewegen, das wäre ungünstig. Mhm. Dafür muss ich mich nicht bewegen. Treff aber sehr schlecht. Jo. Wow. Er hat getroffen. Dieses Bereit zum Parieren zieht von dem Schaden ja 20 ab. Was? Das heißt, du musst mehr als 20 Schaden machen, um überhaupt Schaden zu machen. Was? Haben sie halt bloß einmal pro Runde. Schön. Na gut, aber dann hast du es jetzt ja schon mal ausgelöst. Das ist so auch gut. Ich lebe noch. Betonung ja, auf noch. Ein Ring von Gegnern, ey. Ja. Aber die sind alle bezaubert. Ich probiere, was ist das? Hier ist noch. Nee, nur einer hinten. Ich glaube, es ist jemand hypnotisiert worden. Ja, die eh bezaubert ist. Fantastisch. Jetzt ist die Dings verängstigt. Wir treffen auch nicht mehr. Elemente absorbieren? Was ist das denn? Bist du jetzt umgeladen? Er ist bereit zum Parieren. Oder sie. Oh, ich mach Blitzschaden, wenn ich nochmal Schaden machen sollte. Ich glaube nicht, dass ich das da noch hinkomme, aber. Ja! Sehr gut. Und werfe ihn zu Boden. Eieiei. Dann jetzt noch das Kleingemüse. Das mich hier fertig macht. Wäre es schlau, dir die Hälfte meiner Lebenspunkte zu geben im nächsten Zug? Naja, ich habe noch 5. Ich glaube nicht, dass ich dann noch lebe. Ihr macht das schon. Kriegerin Nima. Der Bär ist zurück. Ja.
Aber dieses reaktive Bezaubern ist echt. Ich wünschte, es würde mir mehr bringen. Ja. Das hört sich so an, so du greifst mich an, dann dadurch übst du mich. Am besten wäre die rechts. Hat am wenigsten Hitpoints. Aber ist auch bereit zum Parieren. Das ist oder sowas, ja. Ja, das ist gut. Aber wird auf jeden Fall eine enge Kiste, wenn ich mir auch eure HP so angucke. Könnt doch nichts mehr machen. Hey, ständig ist das Zeichen des Jägers wieder weg. Ja, ich andere Sachen machen, aber. Ein Leben habe ich noch. Mhm. Behandle es gut. Ja, so nicht. Ich habe nichts getan. Ja, großartig. Das habe ich jetzt gerade irgendwie nicht so ganz mitbekommen, was da passiert ist. Er hat dich zweimal angegriffen. Der hat mit jedem Treffer deine Wiederbelebungswürfe da fallen hat. Deswegen bin ich jetzt tot. Deswegen ist hier auf einmal alles so dunkel. Sehe ich nicht, dich sehe ich leider nur. Go, go, China. Wow. Das ist schon so schön. Den Hitpoints. Das ihr habt aber auch die Klopfen auch auf die Leichen ein. Ey. Also wieder naja, halbe. Das ist, wieder das halbe wäre Stunde. Auch, wenn man Flächenschaden machen würde. Also wieder eine halbe Stunde gekämpft und wir dürfen es dann nochmal machen. Aber diesmal ist Erna nicht schuld. Nee, aber das ist ja nicht das, ist auch nicht das erste Mal. Aber das ist das, was mich an dem Spiel so ein bisschen stört. Das kann halt passieren. Diese ausufernden Kämpfe. Naja. Dann würde ich sagen, wissen wir, was wir beim nächsten Mal zu tun haben, oder? Ja. Mal gucken, ob wir uns irgendwie vorbereiten können darauf. Genau.